So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Online. In der letzten Folge haben wir die Aufgabe der Soul Rider beim Reitsportfestival angefangen und mussten bis zum nächsten Update warten. Und das ist natürlich jetzt schon passiert. Und wir werden die Dürfenleine verbieten, durchtrainierten, gealterten Sabine weiter fortführen und hoffentlich herausfinden, was denn ihre geheime Mission ist, außer das Reitsportfestival zu sabotieren. Und dann müssen wir noch dieses eine Rennen von der, von Jannika Holmes machen, aber wir müssen dann erstmal hier unten erstmal uns, achso, das ist der Wolf, ich dachte schon, hier ist wieder eine Spinne versteckt. Genau, wir müssen dann noch erstmal die Aufgabe hier annehmen, weil da kriegen wir nochmal Erfahrungspunkte. Achso, ich kann hier sitzen. Ja, um nochmal Erfahrungspunkte für Royal Queen zu bekommen. Aber jetzt werden wir uns erstmal mit Alex unterhalten. So ein Wettrennen macht einem den Kopf wieder frei, finde ich. Also, was meinst du, sollen wir uns in diese Reitergruppe einschleusen? Ich hatte keine Ahnung, weil ich habe keine Reitergruppe gesehen, sondern nur Sabine. Aber du wirst es schon wissen, Alex. Es gibt eine Sache, über die ich mir ein wenig Sorgen mache. Wenn ich in Sabines Nähe bin, kann ich mich vielleicht nicht mehr beherrschen. Ich will sie am liebsten umblitzen. Nur ein kleiner Blitz. Aber ja, ich würde ihr eine verpassen wollen. Oh, ein guter Punkt. Ich will gar nicht wissen, wie ich reagieren würde, wenn ich ihr gegenüberstünde. Nicht nach all dem, was sie getan hat. Was hat sie denn alles getan? Was hältst du von dem Gedanken, Sabine gegenüberzutreten? Ich möchte das nicht machen. Ich tue es für die Bewahrer Aidens. Ich mache das, sie macht mir keine Angst. Wie es aussieht, bin ich die Einzige, die das noch überwinden kann. Übernehmen kann. Aber ich meine, es ist schon echt einfach von denen gehalten, dass sie einfach sagen, oh, sie hat so schlimme Sachen getan und ich kann mich einfach nicht beherrschen. Ja, dann arbeite immer mit deiner Selbstbeherrschung, Alex und Linda. Weil dann könntet ihr ihr auch gegenüberstehen. Aber ich mache das, sie macht mir keine Angst. Sabine hat keine Chance gegen dich. So viel steht fest. Ich habe zwar keine Soul-Rider-Kräfte, aber ich... Also sie hat wirklich keine Chance gegen mich. Oh, Mama. Linda hat recht. Außerdem ist sie so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie deine Beweggründe niemals erahnen wird. Viel Glück, Geheimagentin Vivian. Ja, die Frage... Kann ich einfach hier rein? So, wo ist denn die Reitergruppe? Oder ist es diese Reitergruppe? Sind das die? Ach so, anscheinend schon. Also, die zwei Personen. Die Schuhe sind schon echt cool. Ah, was ist denn mit ihr passiert? Ah, das Pferd sieht auch so schön aus. Ich will auch so ein Pferd haben. Sian, Sian, wer mich da beehrt. Aber die sieht so anders aus. Ich meine, ich weiß es nicht, weil wir sie das letzte Mal gesehen haben. Und die ja wirklich so zierlich. Und hat eine blasse Haut. Und war halt unsere Größe. Und jetzt ist sie einfach, keine Ahnung, 30. Hat übelst den Bizeps bekommen. Hat jetzt noch hier die Narbe. Ich weiß nicht, ob ich einfach irgendwas verpasst habe. Und die Hauptstory erst weiterspielen müsste, um zu verstehen, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Siehst du nicht, was ich zu tun habe? Du bist ja offensichtlich nicht hier, um dich mir anzuschließen. Dann verschwinde mal wieder, Vivian. Ja, natürlich weiß ich, wie du heißt. Ich weiß alles über dich. Was willst du denn nun eigentlich von mir? Aber die ist schon irgendwie hübsch. Kann ich nicht trotzdem irgendwie mit ihr befreundet sein? Und das Pferd ist so schön. Hör auf, diese arme Reiterin zu quälen. Und lass sie nicht mehr im Kreis rumrennen. Ganz schön mutig von dir, dich hier blicken zu lassen. Ich bin nur neugierig. Warst du in letzter Zeit viel im Fitnessstudio? Ja, das will ich wissen. Warum fragst du? Willst du Tipps von mir? Keine Chance. Wie so viele Dinge auf Jarvik wird auch das Geheimnis meiner Stärke streng gehütet. Ich biete dieser Reiterin eine Alternative zu den gefühlsduseligen Kitschklaps, die auf der Insel gerade um sich greifen. Nicht jede ist auf der Suche nach einem ach so süßen Freundschaftsarmbänder tragenden BFF-Küsschen-Küsschen-Club. Natürlich können die es nicht mit mir und Kahn aufnehmen. Das hätten sie wohl gerne. Aber Kahn war doch kein Friese. Ich meine, Kahn war ja eher ein Andalusier. Und das ist auf jeden Fall kein Andalusier, weil die Andalusier sehen ja hier ganz anders aus. Das ist ein Friese. Das ist die Friesenform. Weil hier sieht man sogar hier die Adern. Oh, das hat auch so ein schönes Halfter. Was, überrascht es dich, dass ich nicht alles für mich behalte? Glaubst du nicht, wenn ich etwas von dir und deinen Freundinnen verbergen wollte, würde ich subtiler vorgehen?
gibt's ja. Also, wenn du mich schon nicht in Ruhe lässt, kannst du dich auch noch nützlich machen. Unterhalte mich, Vivian. Du reitest immer mit diesen Alien-Verrückten so weit dann herum. Aber hast du das Zeug dazu, ein Reitniveau zu erreichen, von dem die meisten nur träumen können? Aha. Zeig mir, was du drauf hast. Mach nach, was diese Reiterin tun und zeig mir, wie weit deine Reitkünste reichen. Wenn du mich beeindruckst, bin ich eventuell zum Rennen bereit. Na, würde das dir Spaß machen? Ha! Ich wusste, dass du ja sagen würdest. So überneugierige, gute Menschen wie du einer bist, sind einfach zu leicht rumzukriegen. Du glaubst, du bist anders? Dann beweis es. Nein, kein Dressurreiten. Ich glaube, das hast du einfach nicht drauf. Zeig mir, was du auf den Sprungreitstrecke kannst. Gib alles. Wenn du es ordentlich hinbekommst, gebe ich dir vielleicht eine zweite Herausforderung. Was ist sie denn so nett? Du Heilige. Fangen wir mal an. Aber die Musik ist echt cool, ne? Richtig geheimnisvoll. Zack. Guck mal, wie schön ich springen kann. Sabine. Nimmst du mich damit in deinen Fitnessclub? Damit ich dann auch so einen Bizeps bekomme wie du. Und so tolle Reiterstiefel. Das hast du nicht gesehen, Sabine. Oh! Na, bist du jetzt neidisch? Ja, du willst auch so ein schönes Pferd haben wie ich. Du hast auch so ein schönes Pferd. Glückwunsch, du hast es ins Ziel geschafft. Was? Erwartest du Applaus? Dafür musst du schon mehr leisten. Du hast den ersten Test bestanden, aber wie sieht's mit dem zweiten aus? Die meisten Reiterinnen, die sich da herangewagt haben, sind gescheitert. Und du? Reite im Slalom um die Stangen. Hier kommt es nicht auf Geschwindigkeit an. Aber trotzdem, also die will wahrscheinlich einfach... Achso, ich muss hier. Okay. Also die will wirklich anscheinend... Also entweder einen Reiterclub gründen, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, oder die möchte wirklich einfach hier einige Personen für die dunkle Seite... Wie heißt denn das? Achso, wo ist das hier? Zack. Oh Mann, zack. Ich hasse solche Slalomstrecken. Wir machen das Ganze spannend. Royal Queen. Royal Queen. Und hier rum. Zack, zack. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, da hätte ich mir schon gerne so 350 XP-Punkte, weil es ist ja wirklich ein bisschen eng gehalten. Einiges. Ja, Leute. Ganz entspannt. Dann gehst du hier rum. Und dann da vorne hin. Okay, alles klar. Ich habe verstanden. Und ich hab's geschafft. Jetzt bist du noch mehr neidisch. Was, Sabine? Weil ich glaube, mit Kahn, das ist ja schon ein bisschen etwas mächtigeres Pferd oder stimmigeres Pferd. Ich glaube, da ist man nicht ganz so wendig. Ich hätte auch ein bisschen lange Haare bekommen. Kannst du mir auch dein Geheimnis verraten, warum die Haare so bleiben und nicht in dein Gesicht fallen, außer die paar Strähnen? Oh, du hast es geschafft. Vielleicht hast du von diesen Druiden ja doch das ein oder andere über das Reiten gelernt. Aha. Das war nur zum Warmwerden. Dein nächster Test ist die eigentliche Prüfung. Aha. Beweise dich hierbei und ich nehme dich vielleicht doch ernst. Aber lass uns zuerst eine Sache besprechen. Es ist schon traurig, oder? Dieses jämmerliche Schauspiel eines Festivals. All diese Dekorationen und die lächelnden Mienen, es gehört doch alles zu einem trickreichen Plan. Fadenscheinig wie nasse Pappe. Zieh mal genauer hin. Was fällt dir denn auf? Die GID zerstört nach wie vor die Umwelt, pumpt das Öl auf die Felder und nimmt sich Land, das ihnen nicht gehört. Die Reitclubs tun so, seien sie gastfreundlich und hilfsbereit, aber in Wirklichkeit gehen sie sich gegenseitig an die Gurgel. Manche nennen das vielleicht Rivalität, aber in Wahrheit ist es schlichtweg Missgunst. Wie sie überall auftauchen und mit ihrer Ich bin ja so ein liebes Mädchen-Attitüde. Oh, unser Reitclub ist der allerbeste. Wir sind eine Familie. Ha, davon wird mir speiübel. Was dieser Insel fehlt, ist ein richtiger Reitclub. Einer, in dem die Leute beweisen können, was sie drauf haben. Zusammen reiten, zusammen untergehen. Wenn es doch nur... Ach, vergiss es. Oh. Oh, was für ein toller... Was für eine tolle Geste. Ach, vergiss es. Das tut nicht so Sache. Jervik ist ein dunkler Ort. Aber alle tun lieber so, als wäre das nicht so. Und leben ihre kleinen Lügen. Sie bleiben lieber in ihrer Fantasieblase und meiden jeden, der anders denkt. Wie wäre es, wenn wir sich wachrütteln? Wenn wir sich wachrütteln.
Wenn wir sie wachrütteln, holen wir sie aus ihrer scheinheiligen Welt und geben ihnen einen Einblick in die Realität. Ich sage damit nicht, dass du das Festival sabotieren sollst. Ich sage dir überhaupt nicht, dass du irgendwas tun sollst. Aber ich frage dich etwas. Ich meine, das ist eigentlich ein echt guter Monolog, muss man ja schon mal sagen. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Sabine sich um die Umwelt und um die GID kümmert, weil ist nicht GID und die Dark Rider irgendwie miteinander verbunden und wollen hier das Böse? Ich meine, was schert sie die Umwelt, wenn sie sowieso gar noch heraufbeschwören wollen, der diese Welt zerstört oder diese Welt verändert? Dann kann ja die GID ja eigentlich vollkommen wurscht sein. Willst du einfach nur da sitzen und dieses vorgetäuschte Zufriedenheit ertragen? Mhm. Oder willst du so auf die Pauke der Wahrheit hauen, dass sie nicht wissen, wie ihnen geschieht? Ich meine, im Endeffekt hat sie wirklich recht. Leider. Sag einfach Bescheid oder wir tun so, als hätte diese Unterhaltung niemals stattgefunden. Und du rennst zurück zu deinen Freundinnen. Klasse. Ich hatte das Gefühl, dass du noch nicht voll und ganz von den Sogwildern infiziert worden bist. Bist du bereit, ein Zeichen zu setzen? Die Situation ist folgende. Niemand hat ein Auge auf die Schweine der Sandfeed-Farm und das Tor zu ihrem Stall ist furchtbar schlecht gesichert. Es wäre ein leichtes daran, vorbeizuspazieren und den Riegel hochzuklappen, sodass sie rauslaufen können. Hm? Aber das Tor ist nun mal zu, dabei würden die Schweine so gerne etwas Freiheit genießen. Es wäre doch eine Schande, sie nicht an den Festlichkeiten teilnehmen zu lassen. Findest du nicht? Aber was hat denn jetzt das Tor der Schweine mit den Grausamkeiten der GID zu tun? Könnte man sich nicht zusammentun und bei dem Reitsportfestival einfach der GID halt auswischen? Ich glaube, davon würden viele Personengruppen profitieren. Also, was gibt es hier? Musik. Sabine hat recht, das Tor ist nicht besonders gut gesichert. Das Tor zu öffnen würde vielen Leuten Ärger machen, aber andererseits könnte das wirklich spaßig werden. Soll ich von ihr verleiten lassen? Ja, wir machen das. Nun ja, sie hat nicht Unrecht mit der Einstellung, die hier so herrscht. Nein, sie ist böse. Nein, komm. Wir sind Team Sabine. Wir nehmen zwar an, dass sie böse ist, aber ihre Worte waren wahr. So oder so, es ist meine eigene Entscheidung. Ich mache das Tor auf und lasse die Schweine frei. Ja, weil ich habe... Oh, ich bin so ein Genie. Weil vielleicht heuert mich irgendeiner an und gibt mir dann 100 Goldmünzen, wenn ich die Schweine wieder einfange. Dann habe ich Geld und Spaß. Ich meine, das ist ja wirtschaftliches Denken in meine eigene Geldbeuteltasche. Geldbeuteltasche, meinen eigenen Geldbeutel. Die Schweine sind weggelaufen. Was für ein Chaos. Aber scheint irgendwie niemanden so richtig zu interessieren, oder? Wenn ich in ihr alle rumdenke, sind so, joa, das sind die Schweine halt abgehauen. Das kaufen sie einfach neue Schweine. Aber was ich mal kurz gucken möchte, ist, dass ich mal kurz die Audio, weil die war relativ laut. Als Sabine ihren wundervollen Monolog gehalten hatte. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu leise. Sabine, bist du jetzt stolz auf uns, dass wir die Schweine freigelassen haben? Da bist du wieder. Interessant. Ich bin wirklich überrascht, dass du nicht einfach weggelaufen bist. Hm? Hast du das tatsächlich gemacht? Ja. Ah. Wow, dieser ganze Aiden-Pferdemist ist dir offensichtlich nicht zu Kopf gestiegen. Wie erfrischend, hier jemanden zu finden, der die Welt so sieht wie ich. Okay, mehr Zeit habe ich für dieses Spielchen nicht. Ich muss zu den anderen Reiterinnen zurück, damit ich ihnen noch ein paar Dinge über den echten Reitsport beibringen kann. Was willst du noch hier? Was ist mit dem Rennen? Hast du Angst, dass ich dich besiege? Du hast mir ein Rennen versprochen. Hältst du dein Wort? Tschüss, ich wollte eh kein Rennen gegen dich. Was ist mit dem Rennen? Hast du Angst, dass ich dich besiege? Du mich besiegen? Na, das wollen wir doch mal sehen. Du wirst deine Worte bedauern, nachdem Khan und ich dich und Royal Queen fertig gemacht haben. Also pass auf, wir reiten von hier aus außen um die Mauer von Jarlaheim herum und wieder zurück. Keine Spielchen oder Tricks und schon gar nicht keine Einmischung von deinen Freundinnen. Das wird aber kein echtes Wettrennen. Das ist doch klar, oder? Eher friert Pandoria zu, als dass du mit mir mithältst. Betrachte es als Verfolgungsjagd, versuch so nah hinter uns zu bleiben, dass du ein, zwei Dinge lernen kannst. Habe ich nicht recht, mein feuriges Ross? Du weißt aber schon, dass du keine Chance hast, oder? Es ist nur einfach unterhaltsam, dich mitzunehmen und zu sehen, wie viel du kannst. Vergiss den überwältigenden Unterschied zwischen dir und mir nicht. Ich wurde in diese Welt hineingeboren
du bist durch Zufall in diese Welt gestolpert. Auf mein Zeichen reiten wir. Ja, okay, alles klar. Ah, die ist schon echt... Also, ich weiß nicht, ob die irgendwie ein bisschen... Also, was war denn das gerade? Ich meine, die hat ja schon echt den Bizeps bekommen. Ich glaube, es ist nicht ganz natürlich. Sie hat bestimmt noch irgendwas genommen, die so heftig aussehen. Und einfach die Tatsache, dass sie so alt geworden ist. Ich meine, das steht ihr. Also, mir gefällt diese Sabine wesentlich mehr als die vorherige. Aber trotzdem... Was ist passiert, Sabine? Willst du darüber reden? Ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Weil die Sabine, die wir ja kennengelernt haben, die war ja auch so eine, nicht Dressurreiterin, aber die hat ja wirklich diese Einstellung gehabt, beziehungsweise diese Erscheinung. Und sie ist ja so ein Haut-drauf-Kandidat jetzt. Ey, sag mal, Sabine. Ah, die ist wirklich relativ schnell. Wo sind die überhaupt? Achtung, abbremsen, Reue. Und jetzt bitte nochmal hier einen Gang reinschalten. Zeig dir mal, drin, nehmen wir auch noch mit. Oder sind wir wirklich lang? Waren die schon immer Steine? Ich glaube nicht. So, haben wir es jetzt geschafft? Nein, noch nicht ganz. Aber da wartet sie schon. Na, Sabine? War ich nicht elegant unterwegs? Ich bin wirklich überrascht, dass du es geschafft hast, mit mir Schritt zu halten. Mehr oder weniger jedenfalls. Nimm das. Traust du dich, es vor deinen Freundinnen zu tragen? Ja, es passt zwar echt nicht zu meinem Outfit, aber ich würde es auf jeden Fall tragen, wenn ich andere passende Kleidung noch tragen würde. Täglich Jagd auf Sabine, zurück zur Seite des Lichts. Machen wir es einfach nochmal. 1000! 1000! Wir machen es einfach nochmal, mir ist egal. Hi Gott. Ich muss sagen, Star Saber Online ist wirklich in Spendierlaune. Ich weiß gar nicht, ob man jemals 1000 bekommt. Ich glaube nicht. Aber ich nehme es gerne. Die 2 Minuten nehmen wir uns noch. Aber ich meine, es ist schon echt gut, dass sie einfach mal so Steine erscheinen lassen kann. Ich meine, wir können ja noch gar nicht. Außer Blitzkreis irgendwie was dazu machen. Sternkreis haben wir noch nicht. Sonnenkreis auch noch nicht. Und Mondkreis auch noch nicht. Aus dem Bildschirm hier. Viel. Aber man könnte wirklich öfter mal so ein Festival veranstalten, beziehungsweise solche Events, wo man wirklich in Pferde-XP-Punkten einfach nur Zuge schmissen wird. So, jetzt müssen hier auch nochmal was kommen. Genau, zack. Jetzt kommt auch nochmal was und dann müssen wir hier richtig. So, schnell. Aber ich glaube, mit Kahn ist sie ja schneller als dieser mit Starshine, oder? Mein Starshine war ja auch an sich schon relativ schnell, aber ich glaube, Kahn ist ja nochmal Next Level. Aber rein theoretisch müssten wir sie dann ein bisschen schneller sein als beim letzten Mal, weil wir hatten ja jetzt keinen unnötigen Stock bei uns noch mit. Ah, oder? Ich weiß, wir hatten, glaube ich, 1,50 oder 1,52. Tada! Gib mir dir 1000 Erfahrungspunkte. Tja, ich schätze, jetzt ist mir schon mehr schwindelig. Oh, oh Gott, nein. Ich habe das nicht gelesen. Warum bist du immer noch da? Entschuldigung, dass ich gerne mit dir Zeit verbringen möchte, Sabine, weil ich dich gerade voll cool finde. Du warst total lange weg. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ich wollte sie gerade finden und umblitzen.
Alex übertreibt, wir waren uns sicher, dass du Sabine gewachsen bist. Also, was ist passiert? Was hast du erfahren? Sie hat mich dazu herausgefordert, ihr meine Reitkünste zu zeigen. Wir sind zusammen geritten, es hat sogar Spaß gemacht. Es war schrecklich, Sabine ist wirklich böse. Nein, wir sind zusammen geritten, es hat sogar Spaß gemacht. Vivian, sag uns bitte, dass du nicht aus Sabines Schmeicheleien hereingefallen bist. Ich weiß, sie wirkt echt cool, aber sie hat eine böse Seite schon vergessen. Es sah ehrlich gesagt nicht danach aus, dass sie schrecklich... leiden. Sie fallen wahrscheinlich auf Sabines Schmeicheleien und Manipulation herein. Amen. Wer weiß, ob sie hier ist, weil sie etwas Schlimmes vorhat oder nicht. Amen. Nun, was immer sie im Sinn hat, es ist sicher nur nichts Gutes. Amen. Was denkst du, warum sie hier ist? Sie will Ärger stiften, sie sammelt Leute um sich, sie bereitet sich auf irgendwas vor. Selbst die bösen Mädchen möchten jemanden haben, der mit ihnen trainiert. Nein, das glaube ich nicht. Da steckt mehr dahinter. Sabine ist eine hinterhältige Schlange. Das Ganze gefällt mir überhaupt nicht. Ich spüre zu viel schlechte Schwingungen. Nur die Zeit wird uns zeigen, ob diese Reiterin in ihrem Bann stehen. Geht es doch weiter? Oder war es das schon? Okay, dann machen wir es aus Elite-Geländerin. Das hatte ich ja schon mal gemacht. Ich glaube, im Off war das sogar. Und dann habe ich ja festgestellt, ups, wir hätten erstens mal die Aufgabe hier abholen sollen, damit wir nochmal Erfahrungspunkte bekommen. Ich glaube, diese Aktivität ist nur etwas für echte Bulldogs. Und für dich natürlich, Vivian. Okay, ich glaube, ich habe die letzte Zeit fertig. Beim Rennen weiß jeder, dass ich die Beste bin, denn ich bin die Königin. Ziemlich heftig, was? Okay, versuch dich am Rennen. Ich meine, die ist wirklich fast schon besser als der Rap and the Raptor. So, jetzt versuchen wir es am Elite-Rennen. So, Jannika Holmes. Elite-Geländerrennen, genau. Ach, ja. Und das Schöne ist, dass wir bei diesem wundervollen 3-Rennen sogar noch Jorvik-Rufpunkte bekommen. Das ist ja wirklich das Beste mit dem ganzen Reitsportfestival. Aber ich glaube, ich werde trotzdem das nicht ganz schaffen, dann den vollen Ruf zu bekommen. Glaube ich auf jeden Fall nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir bei Sabine jetzt ja auch noch Jorvik-Steilpunkte bekommen haben. Noch habe ich das gar nicht geachtet. Ich war so von den 1000 Pferde-XP-Punkten überwältigt, dass ich alles andere einfach ausgeblendet habe. Und dann haben wir rein theoretisch noch Tan auf unserer Liste. Die würde ich dann auch noch gerne machen. Dann wird das halt einfach mal eine etwas längere Folge, aber... für mich in dem Off auch schön, wenn ich dann nochmal ein neues Rennen habe. Und dann haben wir auf jeden Fall noch eine Aufgabe, nicht fürs Reitsportfestival, sondern eine Aufgabe, die eine kleine Nebenstory ist, die ich immer erfolgreich weggeklickt habe, sobald ich das hier online geöffnet habe. Das werden wir dann aber in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Und dann haben wir ja dann auch noch die Hauptquest. Und Rhiannon, die ja oben auf der Druidenkuppel auf uns wartet. Und so wie ich das jetzt schon gesehen habe, dürften wir auch rein theoretisch mit normalen Pferden an diesem Training teilnehmen. Aber kann wieder sein, dass ich das wieder komplett durcheinander haue und wir mit Nightstar dort antreten müssen. Weil ich auch fürs erste Mal kann auch sein. Ah ja, und die Schweinchen. Oh Gott, und ich muss sagen, bei diesem Sprung hatte ich jetzt immer meine Probleme, aber jetzt nicht. Okay, das wäre auch zu peinlich gewesen. Weil da bin ich immer dagegen geknallt und konnte dann nicht weiterreiten, beziehungsweise musste immer neuen aufnehmen und habe den meistens auch nicht geschafft. Sehr schön, scheinbar hast du das Zeug dazu. Oh ja. So, jetzt holen wir uns auch die 800 XP-Punkte ab. Und dann nehmen wir nochmal die Kutsche, um zum Molenstall zu kommen. Maximales Limit. Oh nein. Dann muss ich jetzt was kaufen. Was kaufe ich denn da jetzt? Shop. Mhm. Okay, das ist ja jetzt nicht so... spektakulär. Welchen neuen Sattel? Ich meine, das sieht eigentlich auch ganz schnuckig aus, ne? Wir kaufen den einfach mal. 3000. Yay!
So. Dann auf zum Mohlenstall. Aber ich muss sagen, bei diesem Reitsportfestival, wenn man das wirklich jeden Tag gemacht hätte und dann noch nebenbei die Rennen, die bereits freigeschaltet worden sind, mit den höchsten Pferde-XP-Punkten gemacht hätte, kann man hier ganz leicht die Pferde. Aha, das war der Wettkampf feiern. Ach verdammt, das war dieses Champion, ne, was ich ja immer so verhauen habe. Aber ich kann ja mal was gucken. Na gut, es ist 14 Uhr, das heißt ja, alles klar, dann hätte ich das eher machen können. Na gut, dann würde ich sagen, da, ja, boah, beenden wir jetzt mal an der Stelle die heutige Folge. Oder Müll aufsammeln, kriege ich ja Pferd-XP-Punkte. Ja, auch komm, dann machen wir das jetzt mal zum Schluss. Und vielleicht finden wir hier noch ein paar Esel oder Fohlen. Ach, hier haben wir eine Kuh. Oh, nee, auf die Kuh habe ich echt keine Lust. Und da bin ich ja echt verzweifelt im Off, als ich die Aufgaben nochmal gemacht habe. Aber ich meine, es ist halt schon echt entspannter, wenn man dann Fohlen hat, dass einen die ganze Zeit hinterher rennt. Oder ein Esel. Ich gucke schon mal, hier haben wir hier irgendwo. Also nochmal ein Schaf. Nein, danke. So, hier haben wir noch was. Noch haben wir nochmal in die andere Richtung. So, hallo, hallo, hallo. Ich sag mal so, ne, als gut Buttergut würde ich mir mal Gedanken machen, warum jeden Tag meine Tiere von mir abhauen. Ich meine, wenn es wirklich so schön bei mir wäre, würden die ja nicht freiwillig immer Reis ausnehmen. Also da würde ich mir schon mal Gedanken machen und gegebenenfalls mal irgendwie eine Organisation einschalten. Nur mal so als kleiner Tipp von jemandem wie mir. So, dann haben wir das auch gemacht. Und dann würde ich sagen, ich beende an dieser Stelle die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir höchstwahrscheinlich nichts mehr mit dem Reitsportfestival zu tun haben. Das werde ich alles wieder schön im Off machen, mir meine ganzen XP-Punkte holen, weil die habe ich mir verdient nach all der Zeit. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der Nebenstory wieder. Und da bin ich auch mal ganz gespannt. Es soll eigentlich relativ lustig werden, so wie ich das schon mitbekommen habe. Aber das werde ich ja mal sehen, beziehungsweise werden wir das gemeinsam erleben. Und ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.